spannende Geschichte. Ich habe mich auch mit ganz vielen Dingen beschäftigt. Mit ganz, ganz vielen. Zum Beispiel mit dem richtigen Eingang in die Gitarre. Und manchmal finde ich noch einen. Okay. Jetzt brauchen wir noch ein Schlagplattl, haben wir wieder vergessen. Mit der Hand, wurscht. Ja, ich habe mich mit vielen Dingen beschäftigt und möchte dir danken für einen Weg, den du gehst, immer noch gehst. Und es gibt ja einen schönen Spruch, der ist: der Weg ist das Ziel. Habe ich auch Zeit gemacht, finde ich auch ganz spannend. Einatmen ist ein Weg, ausatmen ist ein Weg, dazwischen drin grinsen ist ein Weg. Und kann man es reingeschnauft und wieder raus, ist er wieder weg. Hast du dann vorn lassen, zweimal durchgeschnauft, ist er weg. Also der Weg ist ganz lustig manchmal. Und für mich ist aber schon immer gewesen ein Zielzustand, weil der motiviert mich, das zu tun, was ich tue, auch wenn was im Weg steht. Und ein Zielzustand, den ich, selber gesagt, verfolge, den ich weiß, mit herbeiführen zu dürfen, ist der Frieden auf der Welt. Und der Frieden findet immer dort statt, wo man selber ist. Ich mag keinen Frieden in Indien oder am Gazastreifen. Das bringen wir dann zusammen, wenn wir mit uns im Frieden sind. Und wichtig ist, dass wir bei der ganzen Schicht frei sind. Das ist für viele Menschen nur ein bisschen ein Angstthema. Und ich habe dazu ein Lied geschrieben und das, vielleicht wird es irgendwann einmal Hymne. Und das heißt: frei sein. Erzählen das jetzt die Leute, dass bald kommt eine wunderbare, friedensvolle Zeit. Ob Osten, Westen, Süden, Norden oder rundherum, dick und dünn, jung und alt, keiner ist nimmer so dumm. Wir singen: frei sein, ist Menschenrecht. Frei sein, eines Herren Merknecht. Frei sein, egal welche Farbe und Geschlecht. Und jeder tut, was er möchte. Egal ob groß oder klein, keiner ist jetzt mehr allein. Alle Menschen sind wieder eins in einem Dorn. Kräftig lachen statt bange machen, Lebenslust statt Angst. Egal was ist, egal was kommt, Hauptsache ist, du dankst. Und du weißt, frei sein ist Menschenrecht. Frei sein, keines Herren mehr Knecht. Frei sein, egal welche Farbe und welches Geschlecht. Und jeder tut, was er möchte, weil er will frei sein. Jo, 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 frei sei, keines Herren mehr Knecht. Frei sei, egal welche Farbe und Geschlecht. Denn nur so sind wir echt. Und das ist, was ich möchte. Jetzt ist ja Wiener Hitparade, lieber Maria. Ich habe einen Tassilo in diesem Leben jetzt auch live das erste Mal erlebt, aber ich weiß, dass wir uns sehr lange kennen. Ein paar Kleinigkeiten zum Klarstellen. Ich gehöre auch keiner Konfession an. Das ist ja kein Mala irgendwie von Hindus und Buddhisten und so weiter, sondern das ist eine vedische Zedernkette aus dem Altai. Die hat mir irgendein Druide mal überreicht bei einer gemeinsamen Arbeit. Also da hängt kein Kreisel dran, kein Dalai Lama. Das ist übrigens ein Feldtierverleih im Himalaya, der sagt: Dalai Lama. Das ist ein Lama-Leasing. Dalai Lama. Und es ist... Oh, ja, du schon. Ja. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie hier auf die Oktoberfest begrüßen zu dürfen.
Ha? Was? Oktoberfest? Ja, ist. Was ist nein, das? Nein. Na, Herzi, pass auf. Das ist das Oktoberfest geht gar nicht. Also erstens, Bad ist dann in München. Wir sind hier in Salzburg. So, das ist nicht die Oktoberfest, ne? Nein, das ist nicht die Oktoberfest. Das ist auch du dich verirrt, ne? Nix hier. Warum sprichst du so komisch? Kannst du nicht Deutsch? Wir machen das so, wenn wir glauben, dass nichts ist Deutsch und Österreich, dann machen wir gleich mit Sprachs, dann sind wir Sprachsimulanten. Okay. Ja, also Kamelita. Ich habe mich schon etwas gewundert, dass die hier haben so kleine Krüge für die Biere. Aber naja, und dass die da haben nur ein Mann mit die Gitarre und kein Blasmusikkapelle, ne? Auf die Oktoberfest, ne? Aber wissen Sie, blöd, ne? Ich bin zu spät weggefahren und zu früh ausgestiegen aus dem Zug, ne? Macht nichts, ne? Wenn ich schon einmal da bin, ich kann auch gleich mit Ihnen sprechen, ne? Weil, wissen Sie, ich bin unterwegs in die Welt, weil ich habe so viele Fragen. Wissen Sie, ich suche Antworten und wissen Sie, weil ich verstehe die Welt nicht mehr. Hä? Ich weiß nicht, vielleicht verstehen wir Sie, hä? Warum wir tun, was wir tun, obwohl wir wissen, was wir wissen. Wissen Sie, ich habe angefangen zu suchen und ich habe gefunden, es gibt auf dieser Welt ganz viele kluge Köpfe. Ha? So, ich bin gegangen und ich habe gesprochen mit den klugen Köpfen. Ha? Wissen Sie, was ich habe gefunden? Ha? Das meiste von dem, was die glauben zu wissen, ist überhaupt nicht logisch. Ha? Zum Beispiel, die denken, dass Telepathie funktioniert nicht. Ha? Das ich verstehe schon, ha? Weil da ist kein Kabel, ha? Von Kopf zu Kopf. Ha? Aber wissen Sie, was ich nicht verstehe? Dass dieselben Menschen glauben, dass man mit dem Handy telefonieren kann. Ha? Das ist nicht logisch. Ja? So, vielleicht Sie können mir geben Antworten, ne? Und wir können gemeinsam da etwas finden, weil eines habe ich schon gefunden bei diesen Menschen, ne? Ich habe etwas gelernt, dass es nichts bringt, ja? Wenn man nur mit dem Kopf spricht. Auch nicht, wenn es der Klügste ist auf der Welt. Ha? So, was ist das jetzt, wenn das nicht ist, das Oktoberfest? Das ist die Montagsinfo in Salzburg. Jeden Montagsinfo. Jawohl. Aha. Ah, ich verstehe, in Salzburg, Sie treffen sich in ein Lokal, um zu erfahren, zu die Tag. Ha? Am Abend. Wissen Sie, da wo ich bin zu Hause, ha? Da, wir machen das am Morgen. Wir müssen nicht aus die Haus gehen. Wir haben etwas, das hängt an die Wand. Man kann das umblättern, ha? Oder abreißen. Und wir nennen das Kalender. Ha? Ich weiß auch, vielleicht es ist interessant, wenn man am Abend erfährt, an welchem Tag man was gemacht hat. Kann schon sein. Muss ich ausprobieren. Oder gibt es hier auch noch etwas anderes? Außer, dass Sie jetzt erklärt haben, das ist heute Montag. Es gibt hier am Montag zu jeder Montagsinformation Information, wie man frei Mensch sein kann. Okay. Es ist einfach, ha? Das verstehe ich jetzt nicht, weil
Das habe ich mir noch nicht gefragt, weil für mich, das ist einfach. Ich bin noch nie etwas anderes gewesen, ne? Als Mensch. Ne? Ja, da brauchen Sie nicht zu schauen, da bin ich mir ganz sicher. Ne? Wollen Sie wissen, warum ich da so sicher bin? Ne? Ja. Schön. Dass Sie mit mir sprechen, das schätze ich sehr. Ne? Wissen Sie, ich bin sehr sicher da, weil immer, wenn ich in die Spiegel schaue, da schaut ein Mensch zurück. Es hat da noch nie etwas anderes herausgeschaut. Nicht einmal. Ich weiß nicht, vielleicht ist das bei Ihnen anders. Vielleicht schon einmal ein Baum oder, ich weiß nicht, eine Rose oder ein Esel. Oder eine Laus, ich weiß ja nicht, was in ihrem Spiegel alles Platz hat. Wissen Sie, ich liebe Esel, aber ist nicht so wichtig. Ja. So, aber jetzt, ich muss schon fragen, warum ist das hier nicht so leicht mit dem Menschsein? Also, wir haben hier in Österreich uns gemeinsam ein System erschaffen, dass wir glauben zu brauchen und deshalb dafür arbeiten. Aha. Wir bezahlen dieses System, dass es auf uns aufpasst, und darum dürfen wir jetzt immer mehr arbeiten, damit wir immer weniger Geld verdienen. Wenn wir das Ganze fortführen, dann wird das irgendwann so, dass zum Beispiel jetzt ein österreichisches Baby nach der Entbindung ungefähr so viel Schulden hat, dass man davon einen schönen VW Golf kaufen kann. Aha. Ich verstehe, das ist so ähnlich wie damals in die DDR. Nur mit dem Unterschied, dass die haben das Auto bekommen, wenn sie 18 Jahre alt waren. Ne? Aber ehrlich, wissen Sie, was ich nicht verstehe? Warum spielen Sie da mit? Das ist doch ein Scheißspiel, oder? Das ist so wie in die Werbung, die ich habe einmal gesehen in die Fernsehen. Ja? Die haben gesagt, es gibt ein Mittel, da bekommt man seifenblasenzarte Füße. Vielleicht Sie wollen auch seifenblasenzarte Füße. Ja? Will hier jemand seifenblasenzarte Füße? Ja, schön. So, dann stellen Sie sich einmal vor, Sie haben seifenblasenzarte Füße. Wissen Sie, was das bedeutet? Ha? Die zerplatzen, wenn Sie draufsteigen. Ich verstehe immer noch nicht, warum die in der Werbung denken, dass das irgendjemand haben möchte. Ha? Wahrscheinlich es funktioniert. Ha? Sie spielen ja auch mit. Ha? Das ist, wenn man vorher denkt, besser. Ha? Vor die Bestellung. Ha? So, wissen Sie, ich glaube wirklich, ha? Ich glaube, dass die das so sagen, dass sie denken, sie wissen, was die meinen, ja? Damit sie nicht bemerken, was das alles bedeutet. Das denke ich. Ja? Ich sage Ihnen, na, ganz ehrlich, wenn ich mir das so anhöre, ja, ich glaube, das ist wirklich ein Scheißspiel. Ja? Die reden Ihnen ein, dass alles hängt ab von dem Geld. Ha? Und dabei, die Geld ist genauso sicher, ha? Wie Seifenblasenzarte Füße.
Ich weiß ja nicht, ich habe meine Aufgabe gesucht in die Leben, ich habe es gefunden, es war nicht so einfach. Das erzähle ich Ihnen jetzt noch kurz, bevor ich dann schauen muss, wo München ist. Weil ich habe gefunden, dass meine Aufgabe in die Leben ist es, die Liebe in die Welt zu bringen. Ja? Und wissen Sie, was ich habe gefunden? Es ist nicht so leicht und einfach, einfach mit Liebe zu einem Mensch zu gehen. Ha? Nur so, ohne Grund, ohne dass man etwas möchte. Ha? Das ist so ungefähr, stellen Sie sich vor, Sie stellen sich hier in die Getreidegasse und verteilen 5-Euro-Scheine. So ungefähr ist das. Ha? Da kommt einer vorbei, der denkt, Sie sind völlig... Dann kommt einer, der denkt, die will mir doch sicher nur an mein Portemonnaie. Und vielleicht, dann gibt es den einen oder die andere, die freut sich. Ich habe mir gedacht, das bringt nichts, so wenig Menschen mit der Liebe. So, ich habe Gott sei Dank wieder etwas gefunden. Ja? Ich habe gefunden, dass Worte schaffen Tatsachen. Ja? So, das ist der Grund, warum ich spreche jetzt Französisch. Weil ich habe gelernt, dass Französisch ist die Sprache der Liebe. So, wenn Worte schaffen Tatsachen und ich spreche viele Worte in die Sprache der Liebe, ich schaffe viele Liebe Tatsachen. Ne? Und auch das ist nicht einfach gewesen, ne? In Oberösterreich. Ja? Wissen Sie, das müssen Sie erst einmal schaffen, ein Leberkässemmel auf Französisch zu bestellen. Ha? Und wenn Sie das dann können, dann müssen Sie noch eine Fleischfachverkäuferin finden, die das dann auch versteht. Ha? So, darum, ich habe mir gedacht, ich spreche Oberösterreichisch mit einem Prise Liebe. Dann es ist viel lustiger. Hein? So, wenn Sie suchen die Aufgabe, das ist nicht so einfach. Ja? Aber wenn Sie glauben, ne, dass dieses Scheißspiel so ist, wie es ist und man da nicht rauskommt, und wenn Sie glauben, das ist die Realität, dann ich kann Ihnen auch nicht helfen und Sie können mir auch nicht helfen, ne? Bei meinen Fragen. Na? Wissen Sie, wenn ich mir das vorstelle, dass das für Sie so weitergeht. Immer mehr Schulden und immer mehr Schulden und immer weniger Geld für immer mehr Arbeit und immer mehr Arbeit für immer weniger Geld und das wird immer schlimmer und immer schlimmer. Wissen Sie das? Das ist furchtbar. Ne? Dass Sie tun mir wirklich leid. Wissen Sie, ich bin froh, ne? Dass die Saal hat eine Tür, dass es zumindest hier gibt einen Ausweg. Und ich verspreche Ihnen, wenn ich Antworten finde, ich komme wieder. Vielleicht, Sie haben ja dann auch gefunden Antworten und vielleicht spielen wir dann gemeinsam ein anderes Spiel. Aber wenn das ist so ohne Ausweg, nicht? Du hast gesagt, da gibt es keinen Ausweg. Komisch. Dann muss ich Sie alleine lassen, ne? Und ich wünsche Ihnen noch eine schöne Trauerfeier. Und vielleicht sehen wir uns ja irgendwann wieder. Auf Wiederschauen. Melitta, wunderbar. Ja, natürlich gibt es Lösungen. Es gibt viele Lösungen. Wir können sie uns sogar aussuchen, welche Form, welchen Weg wir gehen. Und alle Wege führen in die Freiheit, wenn man aus einem geschlossenen Raum rausgeht. Nur aus dem Fenster raus fällt man ein wenig runter, da kommt man zum Klo und was zum Bestellen. Da fällt man auf mein Auto. Also es gibt viele Wege. Und wer Superman ist, kann sogar fliegen, der kann sich aussuchen, wo er rausgeht. Wichtig ist, dass wir wissen, dass da rausgeht, weil wo was reingeht, muss auch was rausgehen.
Und zum Thema Schulden haben wir eine sehr interessante Sprecherin heute. Und ich möchte die Isabella Haider bitten, uns jetzt vom Kreditopferverein ein bisschen was zum Thema Schulden oder haben wir überhaupt Schulden oder gibt es gar keine Schuld, möglicherweise. Liebe Isabella, bitte. Ja, hallo. Guten Abend. Dankeschön, Isabella, für die Einladung. Mein Name ist Isabella Haider-Fadei. Ich vertrete den Kreditopferverein, bin die Vorsitzende, habe die Funktion der Vorsitzenden und wir haben diesen Verein 2012 im November ins Leben gerufen. Ich möchte aber jetzt ein bisschen ausholen, damit Sie ein bisschen Überblick kriegen, warum ist das überhaupt entstanden, wie kommt man dazu, warum macht man so etwas Verrücktes überhaupt? Ich war fast 20 Jahre lang Unternehmerin, habe Bankkredite gehabt, wir haben das ganz normal zurückbezahlt, wie wahrscheinlich sehr viele hier in diesem Raum. Und irgendwann, als ich begonnen habe, kritische Fragen zu stellen, kritische Themen anzugreifen, habe ich bemerkt, dass ich unbequem werde und habe massive Probleme mit der Bank bekommen. Ich habe dann alles verkauft, konnte mich entschulden, habe mir dann aber irgendwann die Frage gestellt, und da war ich schon weit über 40, was ist überhaupt Geld? Wir brauchen es täglich, wir nehmen es täglich in die Hand, aber wir haben uns noch niemals wirklich die konkrete Frage gestellt, was ist Geld? Woher kommt es? Wer schöpft es? Warum rennen wir den ganzen Tag nur für Geld? Warum rennen wir nur dem Geld nach? Und wir Menschen vergessen uns gänzlich. Wir beuten die Mutter Erde aus, wir leben in einem Luxus, den wahrscheinlich überhaupt niemand braucht, nur des lieben Geldes wegen. Und dann bin ich durch Zufall zu einem Vortrag gekommen, den der Professor Franz Hörmann auf YouTube ausgestrahlt hat, gehalten hat, über das Geld. Ich war so fasziniert, so vom Kopf gestoßen, und haben mir gedacht, ich bin intelligent, ich bin gebildet, ich habe sämtliche Prüfungen gemacht, die man halt so braucht im Leben. Und dann haben wir gedacht, wenn das stimmt, was der Professor Hörmann von sich gibt, und dann sind wir alle irgendwo in einem Dornröschenschlaf, in einem Irrtum. Dann haben wir gedacht, okay, den muss ich anrufen. Ich habe dann in seiner Sprechstunde einen Termin bekommen und habe ihn gefragt, was Geld ist. Er hat mir es dann lang und breit erklärt, weil wir alles, ich glaube, das sofort verstehen können, verinnerlichen können. Nur, wie kann das ein Wirtschaftsprofessor einer Wirtschaftsuniversität von sich geben? Warum sitzt er noch auf dem Posten? Dann sind meine kritischen Fragen gekommen, wo ich mir gedacht habe, irgendwas stimmt da nicht. Der kann das nicht einfach so von sich geben und noch immer dort sitzen, noch immer unterrichten. Aber ein paar Wochen später wurde ich eines Besseren belehrt. Und auch diese Frage hat sich dann geklärt. Er ist suspendiert worden, eben genau, weil er diese Themen angegriffen hat. Das war dann für mich das Zeichen, mich wirklich in diese Materie einzulassen, mich mit dieser Materie auseinanderzusetzen, zu den Menschen einfach achtsam hinzuhören. Was sagen sie, wo sind ihre Probleme, was haben die für Erfahrungen? Und warum passiert fast allen immer wieder das Gleiche? Wir haben dann Seminare gemacht, Kurse gemacht, es hat sich eine Gruppe rund um den Professor Hörmann gebildet und im Herbst 2012 haben wir uns entschlossen, das Thema der Geldschöpfung genauer anzuschauen. Wir wollten einen Verein gründen, das war der Ursprungsgedanke, wir gründen den Verein, dass wir die Geldschöpfung hinterfragen. Geldschöpfung bedeutet, stellen Sie sich vor, viele von euch werden schon irgendwann einmal einen Kredit gehabt haben, haben einen Kreditvertrag unterschrieben und meistens fragt dann der Bankbeamte bzw. der, der uns den Kredit vergibt, ja, was haben Sie für Sicherheiten zu bieten? Ja, wir haben ein Auto, wir haben einen Bürgen, wir haben ein Grundstück. Also irgendetwas braucht die Bank als Sicherheit. Als Sicherheit für was? Für Luft. Ich habe mir vor einem Jahr einen Banker damit wirklich
bis aufs Blut konfrontiert. Also der war fertig zum Schluss. Er hat die Welt dann nicht mehr verstanden, weil er sagt, wenn das alles stimmt, was du sagst, dann habe ich 30 Jahre eine falsche Aufgabe gemacht. Ich habe gesagt, ja, annähern 30 Jahre. Sagen wir, die letzten 15 Jahre ist es sicher eine falsche Aufgabe gemacht. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie stehen am Bankschalter, Sie bekommen einen Kreditvertrag und Sie unterschreiben. Was bekommen Sie mit der Unterschrift? Genau. Zahlen. Irgendjemand widerspricht auch dem Gleichheitsgrundsatz. Irgendjemand darf im Computer Zahlen hineintipsen. Und diese Zahlen sagen dann, du hast die Schuld bei mir, weil du hast jetzt 100.000 Euro von mir bekommen. Aber der hat keine 100.000 Euro bekommen. Er hat einen Buchungssatz bekommen. Und dieser Buchungssatz lautet Forderung gegen Verbindlichkeit. Also das heißt, die Bank hat eine Forderung und gleichzeitig schuldet sie ihm aber das Geld noch, weil niemals ein Geld geflossen ist. Und da wird dann eine Kleinigkeit übersehen. Es wird in dem Moment Geld aus Luft geschöpft. Aber es gibt ja noch eine Klausel drinnen, dass wir Zinsen bezahlen müssen. Zinsen für Luft. Und diese Zinsen, die sind niemals geschöpft worden. Wer soll das zurückbezahlen? Dadurch brauchen wir auch diese Konkurrenzwirtschaft. Ich muss irgendjemandem etwas wegnehmen, damit ich das der Bank geben kann, damit ich meine, unter Anführungszeichen, Schuld begleichen kann, die es aber niemals gegeben hat. Und dadurch, glaube ich, legen wir da einen ganz großen Irrtum auf. Dann haben wir gesagt, okay, der Verein ist gegründet, sehr viele Menschen haben bei uns dann angefragt, aber nicht nur wegen der Geldschöpfung, sondern wegen ernsthaften Probleme, die sie im wirklichen Leben haben. Die Menschen stehen vor Exekutionen, Enteignungen, vor den Trümmern ihrer Existenz. Sie wissen nicht mehr weiter. Interessant ist, egal, wenn eine Bank klagt, sie wird immer gewinnen. Stellen wir uns mal die Frage, warum gewinnt immer die Bank? Ich habe jetzt schon sehr, sehr viele Prozesse begleitet und es ist mir eines aufgefallen und ich werde demnächst an alle Gerichtshofpräsidenten einen Brief schreiben. Wie kann es sein, dass jemand über Wirtschaftsthemen urteilen darf, die er überhaupt nicht versteht? Er hat zwar Paragraphen, die er versteht, die er anwenden darf, aber beim letzten Prozess am 2. Oktober in Linz, ist ein großer Prozess gegen die Sparkasse Oberösterreich, einige von euch werden schon davon gehört haben. Das betrifft den Bernhard Koster. Also in Bernhard seinen Namen darf ich nennen, weil der macht alles publik. Der hatte vor 6 Jahren erstmals Probleme mit der Bank. Sein Kredit wurde fällig gestellt, sie sind über ihre eigenen allgemeinen Geschäftsbedingungen hinweggegangen und haben einfach fällig gestellt und haben nur ironischerweise vor Gericht gewonnen. Dem Bernhard ist es gelungen, anhand eines Sachverständigergutachten, ein gerichtlich beeideter Sachverständiger hat nachgewiesen, dass der Bernhard recht hat. Das Urteil war was anderes. In Österreich heißt es ja so schön, Rechtskraft heilt Mängel. Das heißt, wenn du ein Irrtum hast und wenn es ein Fehlurteil ist, das Urteil tickt, das gilt. So, jetzt ist der Bernhard immer wieder weitergegangen, hat eine eigene Homepage gemacht. Fast seine ganze Familie, die geliked hat, die das gepostet hat, wurde verklagt, weil sie das ja nicht dürfen. Jetzt stellt sich schon die Frage, warum dürfen die das nicht? Das ist doch meine eigene Erfahrung, das war Bernhard seine Erfahrung. Sämtliche Unterlagen vom Gericht gekommen, er darf das nicht. Er macht Rufschädigung. Die Bank kommt in Misskredit. Die Bank verliert Kunden. Es entsteht Schaden. Wenn Sie das hören, werden Sie wahrscheinlich wissen, auf was die Bank hinaus möchte. Sie möchte einfach einen unangenehmen Menschen, der hinter die Kulissen geblickt hat und sehr wohl weiß, was da passiert, mundtot machen. Am 2. Oktober bei dieser Verhandlung, das war wirklich hochinteressant, ich habe eine Richterin erlebt, so wieder das typisch weibliche wahrscheinlich, es war etwas Warmherziges da, die hat einmal aufgerufen, das habe ich noch bei keiner Gerichtsverhandlung vorher erlebt, wollt ihr euch nicht einigen, ihr seid schon so lange vor dem Kernthema weg, da geht es ja schon gar nicht mehr um das Kernthema, sondern die Fronten haben sich verhärtet. Der Anwalt
von Bernhard Koster, der hat gesagt, ja, können wir machen, wir versuchen wir. Der Anwalt der Bank, nein, wir machen den Prozess. Wir ziehen das jetzt durch, wir können vielleicht später reden. Es war eine Arroganz, dass ihm wirklich der Staat über den Rücken gelaufen ist. Es wurde dann 7 Stunden verhandelt, also die nächste Verhandlung ist kommenden Freitag am 24. in Linz, sie geht weiter. Aber dort habe ich was erlebt, wo ich mir gedacht habe, ich muss dem Vorstand der Sparkasse Oberösterreich wieder einmal einen Brief schreiben. Der Brief hat dann gelautet, ich habe einen Tag vorher ein Inserat gelesen, Brücken bauen, reichen wir uns die Hände. In jeder Beziehung zählen die Menschen. Entschuldigen Sie jetzt diese Ausdrucksweise, aber das ist reine Verarsche. Papier ist geduldig. Die Menschen werden geblendet und in die Irre geführt. Ich habe dann gedacht, okay, schreibt dem Vorstand, schreibt ihm, was da passiert, was bei diesem Prozess passiert ist, weil vor der Bank war sowieso niemand anwesend. Ich habe mitgeteilt von dieser Richterin, vor ihrem großen Herz, also die hat was getan, wo ich heute noch sage, Hochachtung. Die Zeugen der Bank, na gut, die haben ihre normale Geschichten runtergerattert. Dann ist der Bernhard einvernommen worden. Und dann ist eine Präpotenz an den Tag getreten, wo ich mir gedacht habe, was passiert? Das waren circa 70, 80 Leute bei dieser Verhandlung. Also es war eine öffentliche und es war interessant. Der Anwalt hat versucht, den Herrn Koster so in die Enge zu reden, so am Boden zu bringen, der so vorhergegangen ist und die eigenen allgemeine Geschäftsbedingungen der Sparkasse Oberösterreich in Frage gestellt hat. Ein Anwalt stellt die eigenen Geschäftsbedingungen in Frage. Wie kann ein Kunde, ein Kreditnehmer dieser Sparkasse oder überhaupt des Sparkassensektors überhaupt daran glauben, dass die Sparkasse ihre eigenen Geschäftsbedingungen einhält? Mir ist nur noch der Mund offen geblieben. Dann habe ich mir gedacht, okay, es hat mein Anwalt, und habe dem Vorstand geschrieben mit der Bitte, setzen wir uns an einen Tisch, reichen uns die Hände, vergessen wir die Vergangenheit, denn jeder hat schon vergessen, was eigentlich der Ursprungskonflikt gewesen ist. Was glauben Sie, was geschehen ist? Es hat sich niemand gemeldet. Dann war sie mich sehr bedenklich. Dann haben wir gedacht, okay, wenn ihr glaubt, ihr sitzt dann am Posten und ihr könnt über Menschen richten, dann habt ihr eure Funktion missverstanden. Ihr habt zu dienen. Aber wirklich auf einer Ebene, auf einer Herzensebene, auf einer ehrlichen Ebene, aber nicht auf so einer verlogenen Kriminellen. Dann haben wir einen offenen Brief daraus gemacht und wir stellen öffentlich die Frage, ist es klug, Kunde der Sparkasse Oberösterreich zu sein oder ist es gefährlich? Es liegt nicht in unserer Hand. Wir wissen nicht, wie es in einem halben Jahr in unserem Leben weitergeht, wie es aussehen wird. Auch wir können in eine Situation kommen, in der jetzt der Koster Bernhard ist. Dann sind alle Vereinbarungen, alle Verträge, alles nichtig. Und das kann es nicht sein. Es liegt in unserer Hand, in unserer aller Hand. Wir brauchen weder die Gesetze oder Paragraphen anwenden. Wir müssen uns die Hände reichen. Wir haben die Macht. Es liegt in uns, nur in uns. Wir brauchen nicht glauben, dass irgendjemand von der Regierung, die von irgendjemandem gewählt wird, für uns was tut. Das ist ein Irrtum. Wir müssen vorgehen. Wir müssen sagen, okay, um das geht es. Vor allem muss ich da immer wieder die Frauen auffordern. Geht in eine eigene Kraft, ihr habt die Kraft. Steht dem ein, es kann nicht schief gehen. Es kann absolut nicht schief gehen, wenn nämlich die Frauen endlich in ihre Kraft gehen. Dann schaffen es die Männer vielleicht, dass sie in ihr Herz kommen. Und das ist unser Hauptproblem. Unser Hauptproblem ist, dass wir glauben, oder dass viele glauben, dass sie Erfolg haben oder mächtig sind, nur wenn sie Geld haben. Das ist krank. Und genau dieses Spiel gibt uns im Moment diese kranke Gesellschaft. Wir haben dann gesagt, okay, wie können wir am besten vorgehen? Wir haben wirklich wahnsinnig viele Klagen am Tisch liegen. Wir begleiten viele Menschen. Das sind alles Einzelkämpfer. Und als Einzelkämpfer wirst du ausgehungert. Ausgehungert im Finanziellen. Wir müssen uns vor Augen führen, dass wir in Europa die höchsten Gerichtskosten haben, die höchsten Gerichtsabgaben haben. Wer soll sich denn das leisten? Das kann sich niemand leisten. Entweder man ist rechtsschutzversichert, dann gibt es von der Versicherung her auch immer wieder Ausreden, warum das nicht gedeckt ist.
man hat genug Geld, das durchzujudizieren, dann wird man sich schnell einigen, weil da lässt sich keine Bank ein. Oder man muss mit dem ersten Urteil zufrieden sein und sich alles wegnehmen lassen. Und das kann es nicht sein. Wir haben dadurch jetzt die Sammelklage ins Leben gerufen. Bei vielen von euch wird es wahrscheinlich aufgefallen sein, dass auch die Zinssätze manipuliert sind. Wir reden hier von sehr, sehr hohen Summen. Die Sammelklage, die wir jetzt im November einreichen werden beim Handelsgericht Wien, soll eine Feststellungsklage sein, wo festgestellt wird, dass an den Referenzzinssätzen LIBOR und Euribor manipuliert wurde. Immerhin gab es ja Strafzahlungen in der Höhe von 1,7 Milliarden an die EU. Hat irgendjemand von euch auf einen Auszug gesehen, auch Sie haben zu viel Zinsen bezahlt? Glaube ich nicht. Überall, wo zu viel bezahlt wurde, wurde noch niemals etwas zurückgegeben. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, wenn jetzt Zinssätze manipuliert sind, sind diese Verträge dann rechtsgültig, wenn ich einen Betrug aufsetze? Was passiert dann? Ein Richter kann das nicht wirklich vom Tisch weisen. Er wird diese Strafzahlungen kennen. Aber was passiert, wenn das Gericht jetzt sagt, ja, da ist manipuliert worden, die Bank hat etwas zurückzubezahlen? Was ist mit den Verträgen? Sind die dann gültig? Was passiert dann? Das ist eben die gute Frage, wo Recht beginnt und wo Recht aufhört. Und mir ist wahnsinnig gut gefallen, wie der Tassilo den Rechtsbankrott vorgelesen hat, weil in der Tat, wir haben einen Rechtsbankrott. Ich möchte euch jetzt noch eine Geschichte erzählen, wo ich zum Schluss dann dazu sagen möchte, wer in Österreich tatsächlich die Regierung ist. Wir können jetzt vor Republik reden, vor Unternehmen reden. Ich glaube, das sind Begrifflichkeiten, aber wer wirklich die Macht über uns hat. Und es geht nur darum, über Begrifflichkeiten können wir schon reden, aber wir müssen uns aus den Klauen der Macht befreien. Und das können wir nur miteinander, mit unserer Kraft, mit unserem Herz. Den Verstand schalten wir ein bisschen aus, weil der leitet uns ab und zu in die Irre, aber unser Herz, unser Bauchgefühl belügt uns nicht. Wir wissen, dass wir vor einem Abgrund stehen. Wir haben circa, das war glaube ich im Mai, nach unserer Pressekonferenz vom 22. Mai, haben wir eine Anfrage aus Indonesien bekommen. Und dann haben wir gedacht, okay, hört sich interessant an. Aber was dann nach 7 Wochen oder 8 Wochen Prüfung am Tisch gelegen ist, ist ein Wahnsinn, ist ein totaler Wahnsinn. Es hat in den 70er, 80er Jahren diese Wechselreitereien gegeben, wo die Raiffeisen Zentralbank ganz, ganz groß im Spiel war. Das muss man sich so vorstellen, man hat zu viel Geld gehabt und hat sich mit den Zinsen locken lassen. Die Gier des Menschen, ja, die ist ja teilweise ja, sehr lustig und interessant und unbegrenzt, genau. Bis zu 30% Zinsen wurde da versprochen. Diese Gelder sind nirgends aufgeschieden, muss man sich mal vorstellen. Es hat schon Schwebekunden das damals gegeben, aber die Gelder sind nirgends aufgeschieden. Man ist hingegangen zur Bank, es hat ein, zwei so Berater gegeben, den hast du 1 Million Schilling hingeschoben. Er hat einen Wechsel gegeben, wo 1 Million oben gestanden ist. Und dann hast du noch die Zinsen dazu gekriegt und hast 1,3 Millionen gehabt. Und das hat immer ein Jahr gegolten. 1991 wäre das fast aufgeflogen, man konnte es noch einmal verduschen. 1994 ist dann wirklich aufgeflogen, eben weil diese Familie gesagt hat, da passiert schwerer Betrug. Und dann ist was Interessantes passiert. Es wurde der Spieß umgedreht. Wir haben bis heute noch nicht die Strafanzeige dieser Familie gefunden. Es würde mich nicht wundern, wenn die verschwunden ist. Am nächsten Tag, nach dieser Strafanzeige, hat die Raiffeisen Zentralbank eine Anzeige gegen einen einzigen Mann gemacht, der diese Spielereien, der diese Wechselgeschichten in Milliardensummen, wohlgemerkt in Schilling, jonglieren konnte. Es wurde ein Showprozess gemacht, der unvorstellbar ist. Und diese Familie ist das einzige noch im Besitz von diesen Wechseln. Und ich habe mir gedacht, okay, ist ja sehr einfach, schreibst der Bank, dem Rottensteiner, er soll das Geld, was er schuldet, ausbezahlen. Sie wollen das nicht ausbezahlen, sie werden nicht. Nur was wir da drauf kommen sind, was ist eigentlich mit dem Geld passiert? Wo kann man so viel Zinsen hergeben? Wie kann man etwas so hoch verzinsen? Mit welchen Geschäften? Und dann ist man ganz anders geworden. Wir als neutrales Land haben Waffen produziert im großen Stil. Wir als neutrales Land sind Drehscheibe für sehr viel Kriminalität.
Am Anfang war ich nur schüchtern, es auszusprechen. Aber ich weiß, da ist so viel passiert. Und alle sind die Karriereleiter hinaufgestiegen. Nehmen wir hier einen Stepitch. Jetzt ist er gerade gefallen und ich hoffe, er bleibt jetzt da unten, weil er hat genug Schaden angerichtet und er sollte auch zu seiner Verantwortung gezogen werden. Schauen wir, was mit dem Lipscher jetzt passiert ist. Lipscher war ja ganz eine große Nummer auch in diesen Wechselgeschichten. Was ist passiert? Jetzt sitzt er im Volksbankenaufsichtsrat. Also die haben ein Netzwerk, die halten so zusammen, dass ja niemand etwas sagen darf. Ob das jetzt ein Richter ist, ob das ein Staatsanwalt ist, ob das ihre eigenen Kollegen sind, ob das andere Banken sind, weil ich vielleicht auf eine andere Bank gehen will. Du hast keine Chance. Du hast in Österreich keine Chance, etwas zu verändern. Wenn wir dem System treu sind und an das System glauben. Wenn wir hergehen und sagen, okay, das ist euer System, bleibt sie in eurer Sandkiste, spielt euer Spiel. Nur wir spielen nicht mehr mit. Wir nehmen unsere Gelder raus. Wer sagt denn, dass ich nicht dir mein Geld bohren darf, weil du so ein tolles Projekt hast? Was haben wir wieder beim Heini Staudinger? Jeder kennt die Geschichte vom Heini, hat tolle Projekte, ist jemandem unbequem geworden, wahrscheinlich der niederösterreichischen Energie AG, was sich wahrscheinlich hinter Pollo und Konsorten versteckt. Und auf einmal will man ihn abdrehen. Aber bessere Plattform haben sie den Heini ja gar nicht bieten können. Und allen Menschen, die nach Wahrheit streben und sagen, wir müssen miteinander in eine gesunde Gesellschaft gehen. Dadurch denke ich, wir brauchen nicht großartig gegen Systeme ankämpfen, weil Kampf erzeugt Widerkampf. Druck erzeugt Gegendruck. Reichen wir uns die Hände, sagen, okay, wir haben alle miteinander Fehler gemacht in der Vergangenheit, vergessen wir das, beginnen neu, gehen wir neue Wege. Es liegt an uns, nicht an die Kasperlen, die irgendwo sitzen und glauben, ja, an irgendeinen Knopf drehen zu können. Steigen wir raus aus der Angst, wir brauchen ja die Angst gar nicht. Verlassen wir auch die Sandkiste der Angst, die brauchen wir nicht. Für was? Vor was soll man denn Angst haben? Ich war letzte Woche bei, da habe ich schmunzeln müssen, wie der Tassilo das erzählt hat, wenn man bei Gericht ist. Ich war letzte Woche bei Gericht, weil ich jemanden vertreten habe und begleitet habe. Also was die Richterin zu mir jetzt gesagt hat, ich muss sagen, ich verliere nicht schnell meine Mitte. Aber im ersten Moment habe ich, boah, wo bin ich jetzt? Was ist jetzt los? Bin ich im falschen Film? Was glaubt ihr eigentlich? Ich habe jemanden vertreten, den ich kommen konnte. Ich habe einen Fall aufgeklärt nach 1,5 Jahren. Tausende von Stunden drinnen. Schwerster Betrug an Massenverwaltergeschichten. Und dann sagt mir die, wer sagt denn, dass sie eine ehrliche Person sind, Person hat sie gesagt, und diese Familie nicht bestehlen. Ich war baff. Ich war einfach nur noch baff und habe mir gedacht, was willst du eigentlich? Seid ihr wirklich so weit weg von der Realität oder müsst ihr euch gegenseitig decken? Nach ein paar Tagen habe ich mir gedacht, das ist das Zweite, sie müssen sich gegenseitig decken. Hundertprozentig. Weil wenn jetzt einmal ein Dominostein fällt, beginnen alle zu fallen. Und ich möchte euch wirklich, jeden Einzelnen von euch ermutigen, sagt das im Hier und Jetzt, was ihr fühlt, was in euch ist. Euer Gefühl täuscht euch nie. Egal, was das Gegenüber sagt oder lächelt und sagt, hast du das jetzt studiert oder weiß das ich? Ich sage dann immer nur, mein Gefühl sagt mir das. Und das hat mich nie belogen. Das, was ich oft auswendig gelernt habe, das ist, ja, nicht immer so gut gewesen. Denkt alle an eure Schulzeit zurück. Für wie viel Schwachsinn habt ihr was auswendig lernen müssen? Ich denke immer sehr gerne an Ernährungslehre zurück. Dann habe ich noch Tests schreiben müssen, habe natürlich auch meinen Fünfer gekriegt, aber auch bessere Noten. Und heute ist 80% von dem Wissen, was ich damals gelernt habe und dann ausgespuckt habe, nichtig, das gibt es nicht mehr. Und das ist krank. Das ist wirklich krank. So wie du richtig sagst mit dem Rechtsbankrott, lest euch das durch. Lest wirklich durch, was dort steht. Und steht ein dafür. Was wollt ihr denn da tun? Naja, da kriegen wir Strafanzeige. Und wem reißt das vom Hocker? Niemanden, oder? Also was soll's? Ich glaube, jeder Einzelne von uns da im Raum ist einfach aufgefordert, seine Angst freizulassen. Bedankt euch bei ihr, dass sie euch ständig begleitet hat, dass sie ein guter, treuer Begleiter war. Aber jetzt schickt es in Ruhestand. Ihr braucht es nicht. Weil es kann euch nichts passieren. Es passiert nämlich wirklich nichts. Das System versucht immer mit Angst irgendwann Druck aufzubauen und wenn du das jetzt nicht tust, dann hast du die und die Strafe. Ja, was soll passieren? Komm ins Gefängnis, noch schlimm.
Bessere Plattform kann man ja gar nicht mehr bieten, oder? Das ist ja wunderbar. Bitte? Es gibt Essen und Bett umsonst. Umsonst, im wahrsten Sinne des Wortes, umsonst, würde ich finden. Ja, das ist, also ich habe das vor kurzem einmal gehört, ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Wisst ihr, dass ein Gefängnistag 3000 Euro kostet? Ja. Ich habe das noch nie nachgeprüft, also ich sage das jetzt ungeprüft nach. Jetzt stellt euch vor, wenn man einen Strafzettel nicht bezahlt, dann kannst du ja 2 Tage in Haft gehen. Kostet die 50 Euro Strafzettel im Staat dann 6000 Euro? Da haben wir Schildbürger irgendwo, oder? Also das, so kann es einfach nicht funktionieren. Und dadurch glaube ich, reichen wir uns die Hände, vernetzen wir uns. Social Media ist, glaube ich, ganz, ganz ein gutes Instrument, dass wir das tun können. Machen wir es einfach. Wer hält uns auf? Wer kann uns stoppen? Es will uns niemand stoppen. Und ich habe einen großen Traum. Ich weiß, alle, die ihr hier sitzt, meine Vorredner, wir reden alle vom Gleichen. Wir haben alle das gleiche Ziel. Die Wege sind leicht different. Aber das macht ja nichts. Wir treffen uns auf unserem Weg. Und am Ziel können wir uns dann umarmen und sagen, okay, jetzt haben wir etwas geschaffen für die nächsten Generationen. Einfach für unsere Kinder, Kindeskinder, dass die Mutter Erde nicht mehr so ausgebeutet wird, nicht vernichtet wird. Schaut euch die ganzen Kriege an, die wir überall haben. Für was? Für das, und für was? Für das bedruckte Papier im Endeffekt. Das nichts wert ist, das absolut nichts wert ist. Aber wir dienen dem Ganzen. Wir fügen uns dem Ganzen. Und wenn irgendjemand sagt, ja, mir geht das nichts an, ich habe da keine Kredite oder irgendwas. Jeder von euch hat einen Kredit. Jeder Einzelne, der keinen hat, der überall, was ihr trinkt und esst, überall sind die Zinsen drauf. Wir zahlen das. Wir zahlen diesen Schwachsinn. Wie lange wollen wir das noch machen? Der Kreditopferverein wird im November diesen Jahres die Sammelklage einreichen. Und mit dieser Sammelklage bin ich jetzt Gott sei Dank nicht mehr alleine, weiß ich, dass es in Europa ein leichtes Erdbeben geben wird. Auch andere europäische Staaten werden herschauen. Das ist dann das berühmte morphogenetische Feld. Also wenn du irgendetwas beginnst, es werden immer mehr und mehr. Und die werden sich sicher anschließen und sich das nicht mehr gefallen lassen. Weil ich glaube, dass die Zeit drängt, dass wir nicht wieder einen Krieg vor der Haustür haben. Es hat schon genügend Male die berühmten Trümmerfrauen gegeben, die wieder aufgebaut haben, weil irgendetwas zerstört worden ist. Das kann es nicht sein und das darf es nicht mehr sein. Reichen wir uns die Hände, gehen wir miteinander, bevor es wieder zu Trümmern kommt. Es gibt so viele Möglichkeiten. Es gibt keinen Mangel. Es ist ein Irrtum, den gibt es nicht, den hat es nie gegeben. Die Natur, die Schöpfung ist immer Fülle. Es ist nur dieser Irrglaube, in dem wir im Moment nur ein bisschen verweilen oder ein bisschen schlafen wollen. Verlassen wir den Traum und gehen wir wirklich in die Realität, in unser Sein. Und ihr werdet sehen, es passt alles, es löst sich alles im Wohlgefallen auf. Und das schaffen wir miteinander. Es ist so einfach. Ich lade euch alle wirklich ganz, ganz herzlich dazu ein. Machen wir das, treffen wir uns in Kürze auf den Gipfel miteinander. Es kann ganz, ganz schnell gehen. Es geht nur um die kritische Menge. Und das sind immer 13% oder 14%. Um mehr geht es nicht. Und wenn wir brauchen nicht einmal viele Worte machen, wir müssen unser Herz strahlen lassen. Unser Charisma, unser Schein, das strahlen wir aus, das Licht macht zu viel. Aber wir brauchen nicht großartige Reden schwingen, großartig überall sein. Wir brauchen nur präsent sein und miteinander verbunden. Wie der Tassilo vorhin gesagt hat, allein sein, das heißt im All eins sein. Wir sind eine Einheit. Und bitte lasst uns miteinander den Weg gehen. Ich freue mich darauf. Danke. Dankeschön, Isabella, für deine sehr bewegenden Worte. Puh, ich habe jetzt gerade zwei Fischsemme gegessen und ich sage euch eins. Ihr möchtet jetzt nicht das Mikrofon sein. Ja, du hast das Wort ausgehungert. Ich sag, alleine wirst du ausgehungert, wir sind nicht umsonst in Salzburg. Salzburger sind ja die Stierwascher, haben wir mal sagen lassen, von einer Salzburgerin. Vielleicht wissen das viele Salzburger gar nicht. Bei einer der
unzähligen Türkenbelagerungen, 8. glaube ich waren es, wollten die Türken Salzburg, die letzten Salzburger, die da aufgeflüchtet sind, aushungern. Und sie haben bloß noch mehr Postieren gehabt oder keine Kühe mehr und sie konnten auch nichts mehr schlachten. Und so haben sie eine listige Idee gehabt, nämlich die Stiere anzumalen wie Kühe und oben an der Burgmauer entlang zu führen, sie dann wieder runterzuweisen, abzuwaschen, anders anzustreichen und in eine andere Richtung zu führen, so dass der Feind das Gefühl hatte, die haben so viel zum Fressen, die können wir nicht erwarten. Und deswegen sind wir wahrscheinlich auch in Salzburg. Und wenn wir schon in Salzburg sind, ich kann jetzt da so viele Worte loslassen, weil ich bin ja auch einer, der nicht nur gern redet, ich höre mich sogar noch gern reden. Und da sind wir ehrlich, ne? Es geht ja um die Ehrlichkeit. Übrigens ein kleiner Hinweis, mir hat einmal ein sehr guter Spezi gesagt, ein hellsichtiger Schamane aus der Ringsburger Ecke. Wenn du irgendwo bist und irgendwer spricht, ein Politiker, ein Arzt, ein Pfarrer, einer, der es besser weiß, und so weiter. Und das ist das Gefühl, und jetzt haben wir wieder beim Gefühl. Resi, da dient was nicht. Dann zog auf und sag, entschuldigen Sie bitte schön, eine Frage. Sind Sie sich ganz sicher, dass Sie uns die Wahrheit sagen? Und wenn es die Antwort länger als 2 Sekunden dauert, brauchen wir keine mehr. Und ich möchte kein ganz Liedl spielen, weil wir sind in der Zeit sehr fortgeschritten und wir haben einen sehr interessanten Redner, der das jetzt hier in Salzburg auf den Punkt bringt. Es kommt gleich der Fritz Keller. Du hast Zeit, ja. Na, die ist ja ganz wichtig, dass wir zum Schluss wirklich nochmal die gesamte Aufnahmefähigkeit dem Referenten geben. Und er hat insofern schon jetzt einen Applaus verdient, weil er eben ausharrt und so lange wartet und seine Konzentration zum Schluss aufhebt. Aber eins ist mir nur wichtig, so wie wir da sind. Und alle haben es auch gesprochen, es geht ums Hinstellen, es geht ums Aufrichtigsein. Nicht ums Wehren, nicht ums Kämpfen, nicht ums Begehren und ums Niederreißen, sondern ums Dastehen. Dastehen wie ein Leuchtturm. Nicht wie ein Stauern am Straßenrand, die ist schnell mit zusammengeschnitten. Die wächst zwar wieder noch, aber wie ein Leuchtturm. Ein Leuchtturm schneidet man nicht einfach um. Und um Leuchtturm das Licht auszumachen, da muss erst einmal aufsteigen. Und darum heißt der Refrain von einem Lied von mir, wir sind alle große Lichter. Ja, wir sind alle große Lichter und wir leuchten in die Welt. Und je mehr wir uns erkennen, umso enger brauchen wir's Glück. Wir öffnen unser Herz und befreien uns vom Schmerz. Und schon ist vorbei mit dem depperten Kommerz. Ja, wir sind alle große Lichter und wir leuchten in die Welt. Leben unser Leben aus der Mitte, wenn wir uns auch für sechs erzählt. Glauben kann Kass mehr aus der Kisten, Song, Bild und Krone, adieu. Und schon wird's Leben wieder schön. Und wenn wir Mut haben und auch kein Pulver, so dann schafft man's auch miteinander. Vor jedem Lichtl kommt ein Hilf her. So geht das Leben im Freiheitsbau. Wir sind alle große Lichter und wir leuchten in die Welt. Und je mehr wir uns erkennen, umso weniger brauchen wir's Geld. Wir öffnen unser Herz und befreien uns vom Schmerz und schon ist vorbei. Danke euch und übergebe an Fritz Keller. Ja, vielen Dank. Die Isabelle hat mich eingeladen, ein paar Worte zum Tauschkreis zu sagen. Vielleicht. Es schaut so aus. Ich lese euch einfach ein paar Sachen vor. Dann soll es endlich einmal ihr ins Gespräch kommen. Ihr könnt dann Fragen stellen.
Was ist ein Tauschkreis? Mit Geld kann man uns nicht kaufen. Wir haben Zeit füreinander. Steht auf unserem Folder. Es geht darum, dass in einem Verein die Mitglieder in Form einer erweiterten Nachbarschaftshilfe sich gegenseitig unterstützen. Und es ist kein Geld im Spiel, sondern die Zeit. Man schenkt einander Zeit, beziehungsweise man bietet einander Zeit. Wie funktioniert das? Die Mitglieder bieten einander verschiedene Dienstleistungen an, sie bieten einander Waren an. Es gibt Unternehmer, es gibt Menschen, die irgendwelche Talente haben. Es ist immer wieder das Wort von talentierten Tauschkreisen. Und verrechnet wird in den Zeiteinheiten, die aufgewendet werden, oder in Zeiteinheiten, die für die Güter, die da ausgetauscht werden, angemessen werden. Also es schaut dann so aus, dass, weiß ich, ein Mitglied ist besonders fähig im Stricken. Die Stricken Dinge rechnen sich aus, wie viel Zeit sie verbraucht haben. Und jemand anderer baut zum Beispiel Gemüse an, bietet Feldfrüchte an, rechnet sich aus, ja, wie viel Zeit hat er da aufgewendet oder wie viel Zeit will er da dafür haben. Wieder ein anderes Mitglied hat vielleicht einen kaputten Wasserhahn, braucht jemanden, der den Wasserhahn repariert. Jemand anderer bäckt Kuchen oder... Es gibt also alle Dienstleistungen, Waren, die man sich vorstellen kann, die da ausgetauscht werden. Und es wird also jetzt nicht direkt getauscht, sondern man bringt es ein an jemanden, der das haben will, rechnet die Stunden auf seinem Konto ab und diese Konten werden über Outsource-Software geführt. Jeder hat Zugang zu diesen Konten und kann so die Tauschverhältnisse abrechnen. Ja. Es können auch Gewerbetreibende teilhaben an diesem Tauschkreis, wie schon gesagt, oder eben Menschen, die irgendwelche Fähigkeiten einbringen. Geld spielt insofern eine Rolle, als zum Beispiel bei Handwerksbetrieben oder bei Betrieben, ja, die auch Steuern erlegen müssen, ja, dann wird ein Teil der Leistung auch in Geld verrechnet. Aber normalerweise spielt Geld keine Rolle. Normalerweise wird nur in Zeit abgerechnet. Jetzt würde es mich einfach interessieren, ob irgendwelche Fragen sind. Ich habe ein paar Prospekte mitgenommen und gerne beantworten. Dass ihr zu mir kommt, ich setze mich dann irgendwo zu einem Tisch und da können wir noch Details besprechen. Ich will jetzt nicht eure Zeitsituation noch zusätzlich belasten. Vielen Dank. Übersehen. Also für jemanden, der Interesse hat, mitzumachen, wir treffen uns jeden ersten Mittwoch im Monat um 19 Uhr, auch hier in Max Klang. Das ist in der Neutorstraße 38 und zwar im Pfarrsaal der Evangelisch-Methodistischen Kirche. Also das hängt jetzt nicht irgendwie mit der Kirche zusammen, sondern das war einfach, dass die uns den Raum zur Verfügung stellen können. Also jeden ersten Mittwoch im Monat um
19 Uhr. Wir sind aber schon um 18 Uhr da. Da gibt es dann schon einen Tanzkurs und alles Mögliche. Es werden verschiedene Dinge angeboten. Und um 18 Uhr führe ich dann auch die Mitglieder. Ja, bitte. Ich habe Flyer da, wenn ihr einfach die bei mir holt. Ich habe nicht sehr viele mitgenommen, leider. Ja, ja, vielen Dank. Danke, Fritz. Du hast das kurz gemacht, kurz, knackig. Hast gesagt, du sitzt jetzt noch mal hinten und gibst da, schau dir hin, Flyer aus. Ja, meine lieben Freunde, Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, mit und ohne Salzburgerinnen und Nicht-Salzburger, Nockerl und Nicht-Nockerl, Dohockerl. Es war sehr schön und wir haben jetzt über 2 Stunden unterwegs und ich weiß, dass so ein Abend die Aufmerksamkeit ziemlich strapaziert. Und ich lade euch jetzt einfach noch ein an diesem Tisch da vorne. Da steht ein Haufen Informationsmaterial oder liegt. Auf eine Sache möchte ich ganz besonders hinweisen, weil er mir sehr nahe ist und ohne ihn ich diesen Freeman-Weg, und da kommt er gerade. Ohne ihn hätte ich den Freeman-Weg nicht gemacht und ich kannte ihn nicht. Das nennt man übrigens das Morph, bleibt gleich da, das morphogenetische Feld. Ich habe mir vorher gerade, nein, es ist wirklich so. Ich habe mir vorher gerade gedacht, ich werde zum Finale noch was sagen, dass der Joe einen Aufsatz gemacht hat, den ich an jeden ans Herz lege, weil das ist sowas wie, wer vom Jean Ziegler den Aufschrei des Gewissens kennt, den gibt es auch in Druckform in den Büchereien. Und ich bin wirklich der Meinung, das Ding kehrt genau wie ein Jean Ziegler sein Aufschrei des Gewissens in jede Bücherei für 2-3 Euro, damit das jeder mitnehmen kann. Und das verdankt man Joe. Und der hat dieses Ding gemacht. Sie hat es gerade gesagt, ich habe ein paar dabei. Moment. Ja. Also das ist ein klasse Ding. Spricht sofort das da an und geht mitten durchs Herz. Und wenn er jetzt schon da ist, also ich möchte darüber reden und dann kommt der Urheber, dann sollten wir auch Hurra, Hurra sagen und den Urheber ein paar Worte geben. Bitte. Ja, jawohl. Super, mir doch, die kann jetzt erst niedersitzen oder was trinken. Okay. Ihr seid alle frei. Und der Rest ist ein bisschen kompliziert. In dem Aufsatz, den der Magnolio erwähnt hat, stehen wirklich ein paar fundamentale Sachen drinnen, nämlich eigentlich unwiderlegbare Sachen, die ich halt jetzt im Laufe der letzten Monate außerdestilliert habe, juristisch. Und darin steht halt klipp und klar erwähnt, dass der Mensch als geistig-sittliches Wesen auch vor diesem Rechtssystem, das uns da so schikaniert, als freies, souveränes Lebewesen anerkannt werden müssen. So steht es da drin, so kann man es auslesen. Aber unser Problem ist, dass die sogenannte Gegenseite, die wissen das auch nicht. Und deswegen ist halt immer wieder irgendein Konflikt irgendwo. Ich habe mir heute beim Rosenmaden, kurz überlegt, ich werde einen neuen Aufsatz schreiben. Ich tue jetzt Aufsätze schreiben, weil das habe ich in der Schule eh nicht so viel da. Einen Aufsatz schreiben, wie man zum Beispiel einen Außerirdischen erklären hat, wenn er ein Problem hat mit seinem Raumschiff, er braucht eine Lösung, wie er wieder heimkommt, was sagt man ihm? Ein Ratgeber, einen gestrandeten Ratgeber, Pech gehabt. Na, eigentlich der Planet war eh nicht schlecht, aber wenn du nicht von da bist, möchtest du vielleicht wieder irgendwie. Jetzt brauchst du wen, der hilft in dein Problem, zu wem gehst. Es gibt ganz viele Lebewesen auf dem Planeten. Offen, Regenwürmer, Händeln, Vögel, Fisch, Hosen. Zu wem gehst? Wenn du zu einem Hosen gehst, das Außerirdische, der kann da sicher gewisse Probleme lösen. Sagen wir mal, Außerirdische können mit allen Lebewesen kommunizieren. Der Außerirdische fragt den Hosen, der kann ja vielleicht nicht helfen. Der Biber kommt ja einen Damm bauen, ja, vielleicht braucht er das nicht. Das Eichhörnchen kommt einen Baum aufgekrallen,
der Vogel konnte ein wenig umeinander fliegen, aber der allergeilste Problemlöser auf dem Planeten, das ist der Mensch. Zu dem müsste er da hingehen, der Außerirdische in seiner Not. Aber da müsste man dazu schreiben in den Aufsatz, Achtung, lieber Außerirdischer, es gibt zwei Kategorien von Menschen. Die einen, die spülen ein Spül. Und das Spül, das geht mit lauter Ziegeln. Da steht was auf dem Ziegel und da muss der das tun oder er darf es nicht tun und so weiter. Nur Ziegeln. Ziegeln. Das heißt dann Rechtsgrundlage oder so irgendwas. Und die andere Kategorie, die anderen, die haben die Ziegeln nicht. Die können da, wenn man sich wirklich, wirklich helfen, weil es keine Ziegeln gibt, die irgendwas verhindern oder gebieten, erlauben, gestatten, verhindern und so weiter. Genau, das sollte man dem Außerirdischen irgendwie sagen. Und jeder von euch ist eingeladen, zu überlegen, was ist er für ein Typ? Was ist er für ein Problemlöser? Weil wir haben ja keine Außerirdischen mit Problemen, wir haben selber die Probleme. Also müssen wir uns selber überlegen, wer ist der geilste Problemlöser? Aber nur wann? Er ist nur dann der geilste Problemlöser, wenn er keine Zedeln hat, die ihm im Weg stehen. Weil wenn wir lang fragen, dann gehen wir lang ihr. Und wenn wir es eh gut meinen, dann brauchen wir auch nicht fragen müssen. Da brauchen wir es nur tun. Um das geht's. Das ist der Freeman. Der Freeman, Christi Maria. Der Freeman verzichtet einfach auf alle Zedeln und steigt aus dem ganzen Kartenspiel Justiz, Rechtssystem, Zedelwirtschaft, Belege und. Und gleichzeitig, und das ist jetzt unser nächster Weg, gleichzeitig versuchen wir dem Rechtssystem mitzuteilen, dass es jetzt eigentlich, da wo der Mensch in den Status von nach der Verfassung geht, eigentlich müssen wir jetzt alle diese Menschenrechte kriegen, von denen wir gekriegt haben. Menschenrechte wie zum Beispiel Wohnung, Nahrung, Kleidung, Bildung, Arbeit, wer es braucht. Wer es braucht, ja. Aber das steht da drinnen. Wir hätten offenbar wirklich ein Recht auf Wohnung. Wieso muss ich das zahlen? Wir hätten ein Recht auf Nahrung. Wieso muss ich das zahlen? Wir hätten ein Recht auf Gesundheit. Wieso soll ich Sozialversicherung zahlen? Das System ist so gestrickt, dass eigentlich alles nicht der Bucht kehrt. Es ist eh nur ein Buchungssatz. Geld ist Fantasie. Und wenn es eh nur ein Bucht kehrt, ist die Frage, warum muss ich dafür arbeiten und das zahlen, wenn das System das zur Verfügung stellt? Ja, danke. Ist doch cool. Und die Menschenwürde ist so definiert, das steht auch in meinem Aufsatz drinnen, die Menschenwürde ist so definiert, dass sie nach der Verfassung der höchste Wert ist und der Staat ausschließlich zum Schutz da ist und dass das ja auch nicht verletzt werden darf. Aber eben nach der Verfassung. Der Freeman ist nach der Verfassung. Ihr seid alle während der Verfassung. Erst dann, wenn die Verfassung zu ist und keine Rolle mehr spielt, dann gilt nach der Verfassung. Und dann steht in der Verfassung, dass nach der Verfassung der Mensch ein freies, souveränes Lebewesen ist. Und dann müsste nochmal der Kaufmannsladen aufgehen vom System, klapp, und alle Privilegien, Vorteile, Services, Leistungen, die da wären, müssten uns zur Verfügung gestellt werden. Selbstverständlich gratis, weil eh alles zahlt ist, längst. Und wenn es nicht zahlt ist, dann lassen wir es zahlen. Aber dafür braucht man eine eigene Bank, die haben wir nicht. Wir haben eine Nationalbank AG und die gehört private Banker. So, das ist das ganze Radl, das gehört einfach einmal durchgraben, durchgewühlt, gescheit. Da bleibt kein Sturm auf dem anderen, aber so ehrlich müssen wir uns gegenüber und die Nächsten gegenüber und alle anderen gegenüber, die nicht können, weil sie sich nicht mehr ausgeht oder weil sie sich nicht trauen oder weil sie, weiß nicht, keine Ahnung, stellt sich vor, wir machen denn das, was wir da dann in China. Wie viel Tag, kann man gar nicht sagen, wie viel Tag habe ich. Da geht es um Stunden. Genau, das ist unsere Pflicht. Deswegen tun wir, was wir tun. Wir können uns in Österreich richtig weit auslernen und jetzt haben wir es eigentlich eh durchgestanden. Jetzt ist unwiderlegbar alles ausrecherchiert. Jetzt muss man es nur mal ein bisschen einsickern lassen. Macht euch schlau, es ist euer Wissen. Keiner kann das ersetzen.
Und ja, der Freeman, der braucht dann keinen mehr anrufen. Der tut es einfach. Jede neue Situation ist spannend, war noch nie da. Aber informiert euch und macht es auch. Umso schneller sind wir fertig. Ja, so. Okay, danke Joe. Voll genial, dass du gekommen bist. Trotz Rasenmann, ich bin auch froh, dass dein Ramses-Bad nicht unter das Messer gekommen ist, weil das ist schon spannend, gell, dass da ein paar so komische Figuren da dabei sind. Alle seine Bärte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, damit wir jetzt zum Finale kommen, und das haben wir jetzt so showmäßig ein wenig aufgebaut, und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen für das, dass wir es nicht richtig ausgemacht haben, bitte ich nochmal auf die Bühne, Fritz Keller, komm nochmal her. Das ist der Mann, der in Salzburg für den Tauschkreis zuständig ist. Isabella Heider vom Kreditwochenverein, dass wir es einfach nochmal alle Vierer kriegen. Danke fürs Dasein, Isabella. Dann haben wir Souverän Cassilo, den Freeman, der uns das Recht gegeben hat. Und unsere Beginnerin, die Gudrun Knorek, bitte auf die Bühne. Danke, schön, dass ihr da seid. Leuchttürme. Und liebe Leute, das Ganze hätte nicht stattfinden. Oh, ma, da sitzt Carmelita, jetzt kennt sie es auch nicht. Das ist die Carmelita, wissen Sie? Wollen Sie vielleicht ein bisschen auf die Bühne? Und warst du in der Mitte von dem Programm? Stellst du dich auch in die Mitte von den Leuten? Und dass das alles stattfinden kann, verdanken wir letztendlich in dieser Form der Isabella Wanner. Und ich habe gesagt, großartigste Veranstaltung in dieser Art seit langer, langer Zeit, auch in Linz, Wien, wo man standet. So war es noch nie. Klasse. Danke euch fürs Dasein, und dann noch am Tisch, und dann machen wir es noch mit wirklichen Ausklang. Auf der Welt sind der Fahne immer da. Und alle so im Kollektiv, der Gute, da sieht man halt auf Grenzen. Und wisst was, jetzt bauen wir es einfach alle an. Ha, ja, was war da? Was war da? Ha? Ja, dann war Peace and Love and Unity. Ich fühl's wie das Schwingen. Und die Welt ist eine riesige Community. Ein Hinweis. Moment, ein paar Hinweise. Noch nicht gehen, bitte. Noch bleiben, bitte. Bleiben. Bleiben. 2 Minuten noch, bitte. Zum einen möchte ich gerne eine Teilnehmerliste rumgehen lassen.
Also diejenigen, die interessiert sind, Informationen zu bekommen über die Montagsinfo, dass die sich vielleicht bitte mit dem Namen, mit dem Ort, woher sie sind und mit der E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, wie sie wollt, eintragen. Dann habe ich nur die Andrea Seidel, die würde ich gerne noch 2 Minuten reden lassen, die hat uns nämlich auch was mitzuteilen. Ja, vielen Dank an Isabella, dass ich jetzt da ein paar Worte sprechen kann. Wir haben am 31. Oktober, das ist der Freitag, um 17 Uhr auch 3 Referenten bei uns in Hallein. Also wir sind ein eingetragener Verein und wir helfen oder unterstützen bestehende Kinderprojekte vor Ort in den Ländern. Und bei uns ist der Daniel Borsche Schirmherr, aber zugleich tun wir auch Referenten einladen, um wichtige Informationen weiterzugeben. Und da ist anwesend der Dassilo, der Harvey Friedmann und die Gudrun Knorek. Wunderbar, alle 3 sind zusammen und wer da Interesse hat, bitte gebt so eure E-Mail-Adresse weiter, wir geben euch die Info, wir geben euch die Einladung, gebt auch dieses weiter, damit diese 3 Referenten, diese tollen Referenten auch von vielen, vielen Menschen gehört werden. Vielen herzlichen Dank und einen wunderschönen Abend noch für euch alle. Dann noch ganz kurz, also die nächste Montagsinfo, endlich ein menschenwürdiges System, die findet am 17. November auch wieder hier statt, im Müllnerbräu und auch wieder um 19 Uhr. Sind wieder alle herzlich willkommen. Voraussichtliche Sprecher haben wir schon mal, den Paul Ettel von der Gemeinwohlökonomie, dann der Thomas Bachheimer spricht über das Geldsystem, der Bernhard Lasse, ganz ein interessanter, er hat den Verein Saubere Hände. Das gibt da Hilfe bei Amtsmissbrauch. Der Günther Peham von Werte vor Leben und dann gehen wir mal ins Bildungssystem. Da wird da sein der Franz Josef Neffe, der uns was erzählt vom Verbildungssystem in ein echtes Bildungssystem. Ich sage herzlichen Dank für alle, die da waren. Ja, ich glaube, das war's jetzt. Ich möchte mich ganz herzlich bei allen Sprechern, bei jedem Einzelnen bedanken. Bei unserem Team, das bin nicht ich alleine aus der Organisation, sondern wir haben da unser Technikteam, unser Su, die überhaupt keine Ahnung von nichts gehabt hat und das auf die Beine gestellt hat, ganz toll, sauber, wie sie das macht. Ja, wir sind so 7 bis 10 Leute, die, wie der Jürgen, die Silvia, unsere Veranstalterin. Also herzliches Danke für alles, macht richtig Spaß, mit euch zu arbeiten. Ja. Danke, wird euch einen schönen Abend noch. Falls ihr noch vergessen habt, ein paar Informationen aufzuschreiben, dann könnt ihr dies nun hier im Abspanntext nachholen. Denn wir möchten noch erwähnen, dass alle Informationen, die ihr heute von uns hier mitbekommen habt, nicht vorbehaltlos Glauben schenkt, sondern alles selbst nachprüft und abwägt. Dazu bieten wir euch nun die kommenden Internetquellen an. Gebt auch noch zusätzlich in der Internetsuchfunktion die Stichwörter, die in diesem Video gefallen sind, ein und recherchiert selbstständig nach. Und zu guter Letzt wünschen wir euch noch ein stressfreies und sorgloses Leben. Wir würden uns auch freuen, wenn wir euch in der November-Ausgabe persönlich kennenlernen dürfen. Mein Wort ist mein Schwert, es heilt Licht und Dunkelheit und macht Krieger jetzt bereit, ja. Mein Wort ist mein Schwert, oh, es heilt Licht und Dunkelheit und macht Krieger jetzt bereit, ja. Endlich aufzustehen und nicht mehr mitzugehen, wenn sie den Krieger zieht. Nicht mehr mitzugehen, auch wenn sie meinen.
bereit, ja. Mein Wort ist mein Schwert, oh. Es teilt Licht und Dunkelheit und macht Krieger jetzt bereit, ja. Endlich aufstehen und nicht mehr mitzugehen, wenn sie den Kriege ziehen, oh. Endlich aufstehen und nicht mehr mitzugehen. Sie erschaffen die Feindbilder selbst, unterstützen Rebellen mit Geld, bestücken Söldner mit Waffen und stürzen die Länder in Not. Berichten von Terrorregimen auf allen erdenklichen Sendern, halten die Wahrheit aus den Bildern, bis alle Feind nach Hilfe schreien. Große Menschenfeind, der wirkliche Angreifer, der allerorts Verwirrung und Ohnmacht geschürt, die Länder destabilisiert hat, sodass wir alle ein möglichst großes Verständnis für ihre militärischen Einsätze haben in aller Welt. Für ihre Drohnen und Chemiewaffen, ihre Minen und Panzer und ihre Zerstörungsmaschinerien. Bis alles Öl und Gold und alle Schätze endlich allein ihnen gehören. Doch jetzt ist Schluss.